Ich bin zu fett. Frenkel frotzelt. Heute. Let's play Dragon Age Inquisition. Machen wir sich erstmal ein bisschen unsichtbar wieder, ne? Hauen wir mal ein bisschen ab. Wo sind wir denn? Können sich ja die kümmern, die anderen, ne? So. Ja, du bist verwundet, dann trink einen Heiltrank. Jetzt weiß ich auch, was da unten passiert. Oh, den habe ich aber weggebrezt jetzt hier, was? Unten die Heiltränke, die 8, das sind gar nicht meine, das sind alle insgesamt. Deswegen gehen die hier so weg, weil die hier da das Zeug wegsaufen wie die andere Leute hier, ey. Unfassbar. So. Und? Gleich ist er hinüber, ne? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Da ist er ja. Ah, Baby. Bam! Das war's gleich für dich, mein Lieber. Jetzt schließ den Riss! Ja, ist gut, ist gut, ist gut. Die reden mit mir, die reden mit mir. Ich soll den Riss schließen. Wo ist der Knopf? Tut es! Da! Dingelingeling hat's gemacht. Ich habe Erfolg. Uli! Wir schauen nochmal dann gleich den Spendenstand, ne? Naja, das kennt man, ne? Bis auf dem Heimkommen und nicht wissen, wo man ist. Ja, wie bei Frenkels. Oh! Ich wusste nicht, dass ihr wach seid. Wirklich. Ja, wo bin ich? Ja, jetzt sagt die Moni gleich ja zu Hause. Kennen wir alles. Ja. Warum seid ihr so verängstigt? Was ist passiert? Das war falsch, nicht wahr? Ich habe etwas Falsches gesagt. Ich denke nicht. Ich bitte euch untertänigst um Vergebung und euren Segen. Ich bin nur eine einfache Dienerin. Ihr seid wieder in Haven, my Lord. Sie sagen, ihr hättet uns gerettet. Die Bresche hat aufgehört zu wachsen, genau wie das Mal auf eurer Hand. Seit 3 Tagen redet niemand mehr von irgendwas anderem. Na, da schau her. Wollt ihr etwas sagen? Sie sind zufrieden mit mir? Ich sage lediglich, was ich gehört habe. Ich wollte damit nichts andeuten. Lady Cassandra wünscht gewiss zu erfahren, dass ihr wach seid. Sie sagte umgehend. Und sie ist... wo? In der Kirche. Mit dem Lordkanzler. Umgehend hat sie gesagt. Er ist schon ein extrem dürres Bürschchen, ne? Das muss man schon mal so sagen. Genau, jetzt sind wir da irgendwo zu Gast und plündern wir erstmal, ist klar. Und nochmal ein Elfenpenis. Lesen. Das machen wir auch gleich. Überwachung des Patienten. Ich hatte gehofft, jemand, der für so etwas besser geeignet ist als ich, würde mich ablösen, bevor der Überlebende stirbt. Aber das wird wohl nichts. Also beobachte ich eben seinen Zustand. Erster Tag. Feucht, kalte Haut, flache Atmung, erhöhter Puls, keine Reaktionen, geweitete Pupillen. Der Magier sagt, sein vernarbtes Mal... Summe vor unbekannter Magie. Ich wünschte... Ich wünschte... Wir könnten hier drin einen... Ich verstehe es gerade nicht. Achso, ja. Templer stationieren. Nur für den Fall. Ja, ja. Die haben da so immer noch Bedenken wegen mir, ne? Ist klar. So, ich soll jetzt zu Cassandra. Cassandra ist ja... die Bienenkönigin bei Biene Maya.
Das sind ja wichtige Informationen. Ich habe ja einen Bildungsauftrag, ne? Und ja, dann gehen wir halt da mal hin. Ups! Eine Fete! Wie heißt das heutzutage? Party, ne? Die können ja nicht mich meinen. Dann gehen wir gerade mal woanders hin erstmal. Okay, ich speichere jetzt mal an der Stelle ab und guck mal in den Spendenstand rein. Und dann hoffen wir mal, dass wir nicht abstürzen, ja? Das Spiel meine ich. Ach ja, da können wir ja mal was überspeichern mal hier, ne? Das ist ja... Damit es nicht so unübersichtlich wird. So, ich bin gleich da wieder, ne? Also, ich will jetzt nur mal wissen, wie es steht. Ob wir ein Spiel verlosen können, weil dafür sind wir ja auch da. Moment, gebt mir eine Sekunde. So, machen wir mal Refresh. Muss ich mir erst wieder einloggen. So, der Dennis 1 fragt, ob ich auch Hunde mag. Ja, ich mag auch Hunde, aber ich habe keine, aber meine Mutter hat einen Hund und ich bin auch so ein bisschen mit Hunden aufgewachsen. Mein Onkel hatte einen Hund immer schon, einen Dobermann. Da fällt mir gerade eine lustige Geschichte ein mit der. Wir sind bei 32,16 Euro, also ist nicht mehr viel bis zu den 50 Euro und dann würde ich ein Spiel in die Menge werfen. Dann noch hier noch kurze Durchsage, gute Besserung an Tund F, der ist irgendwie krank und schaut jetzt gerade Livestream und ist krank, genau. So ist das, ja. Was sagt ihr eigentlich so zum Charakterdesign? Also ich finde die Rüstungen so geil. Also ich kann mich ja gar nicht mehr einkriegen. So, wir spielen weiter. Moment, ich muss zurück ins Spiel. Warum geht das nicht? Ach so, weil ich den falschen Button gedrückt habe. So. Zack. Die Bedrohung bleibt bestehen. Suche Cassandra in der Kirche auf. Alles klar, hier ist nichts weiter, ne? Oder warte, da hinten geht's auch noch weiter. Wer weiß, ob man das nicht vielleicht mal gebrauchen kann hier. Wusste ich doch, dass da irgendwie sich lohnt, rumzuschauen. Das ist halt bei Rollenspiel. Ist das eine Truhe, die da steht? Ja, der Herr Frenkel. Super, oder? Ich bin Gast und klau erstmal alles, was nicht nied- und nagelfest ist. Oh, cool. Stäbe, das ist was für Zauberer. Alles mitnehmen, alles mitnehmen. Oder kann ich das auch benutzen, den Stab? Wollen wir mal Lucky-Lucky machen, was das für ein Zeug ist hier. Also, den Jüngerstab des Feuers kann ich nicht benutzen, aber ich könnte den Seelen-Egelstab. Ich habe erst Seelen-Engelstab gelesen. Was kann denn der? Ja, naja, das wäre so. Ach, da steht nur Magier. Bin ich Magier? Nö, bin ich doch gar nicht. Ach, den kann ich auch nicht ausrüsten dann, oder wie? Oder kann ich den ausrüsten, theoretisch? Nö. Sag ich doch. Okay. Dann geht das nicht. Und den Jüngerstab des Feuers, den kann ich sowieso nicht nehmen. Das ist alles... Ja, genau, war klar. Das ist alles für Magier. Mann, hey! Na gut, zum Glück habe ich einen spitzohrigen Magierkumpel. Den kann ich das dann eventuell geben. Steht da auch noch was da oben? Ne, das ist Holz oder was? Das ist nichts, ne? Ne, das ist nichts. Ja, ich weiß nicht, was ihr da macht, aber macht einfach mal weiter. Ich muss mal gerade mal mich umschauen hier. Ein Pilz oder was soll das jetzt wieder sein? Ne. Ich sag's euch, es lohnt sich, sich da umzuschauen. Was da alles hinter den Häusern so rumliegt. Das ist ja wie bei Asterix und Obelix. Wo immer die ganzen Fische hinterm Haus vergraben worden sind und die Rüstungsteile. Das ist er. Das ist Andrastes Herold. Es heißt, als er aus dem Nichts... Harold heiß ich! Andrastes selbst über ihn gewacht. Ach, die meinen gar nicht mich. Still. Ich bin zu fett! Warum hat Lady Cassandra ihn in Ketten legen lassen? Ich dachte, Sucherinnen wissen alles. Das ist kompliziert. Wir hatten nach der Explosion beim Konklave alle Angst. Das ist überhaupt nicht kompliziert. Andraste selbst hat ihn gesegnet.
Der Sekret, der alte Sack. Oh Mann, jetzt bin ich in der Stadt, ey. Jetzt, jetzt weiß ich wieder nicht, was ich zuerst machen soll, ey. Kann ich mir da was mitnehmen? Nee, ne? Aber das ist ein Händler. Da gehen wir gerade mal hin gleich. Aber nur mal gucken. Noch nichts kaufen, weil ich will erst mal schauen, welche Partymitglieder ich dann jetzt letztendlich habe. Jetzt klicke ich mal mit rechts dahin, ne? Ich glaube, Sucherin Cassandra würde gerne mit euch reden. Der blöde Penner! Ganz schlechter Geschäftsmann, will mir nichts verkaufen, ne? Bloß weil ich erst zur Cassandra hin soll. Ah ja, da sind wir vorhin rein, ne? Und ich darf auch nicht raus. Scheiße. Ich glaube, die meinen gar nicht mich. Ich dachte erst, die meinen mich. Oh, lesen. Andrastes Mabari, ihr kennt Andrastes Mabari, so treu im Gesang, da taucht er nicht auf und fragt ihr die Schwester der Kirche nach ihm, so antwortet sie darauf. Ein stinkender Kriegshund, das kann gar nicht sein, dabei weiß ganz Ferelden genau, unsere gütige Herrin, sie liebte ihn, denn er war sowohl treu als auch schlau. Der Mabari, genau, das ist die Hunderasse im Spiel. Ja, das ist ein Gedicht. Ich bin zwar homosexuell, aber... Nee, Gedichte brauche ich nicht lesen. Das sind irgendwelche komischen Sagengeschichten. Verhindert, dass die Bresche noch größer wird. Ist es nicht, er würde sie ganz schließen? Egal, das ist mehr, als jeder andere erreicht hat. Andernfalls hätten... Das will ich ja wohl meinen, undankbares Pack! Gehen wir da mal rein, oder? Überall am Himmel. Aber er kann sich... Sag mal, die Rüstung, gibst du mir die vielleicht? Kann ich die haben? Nee. Das wäre auch bitter nötig. Diese Risse schließt man nämlich nicht mit dem Gesang des Lichts. So, das schauen wir noch mal kurz da rein. Überwachung des Patienten, dritter Tag. Ja, das Zittern danach gelassen, leichte Reaktion auf Reize. Lebenszeichen wirkt stabil. Einheimische haben schon zweimal versucht, in die Kirche einzubrechen, um meinen Patienten zu töten. All die Mühen, um sein Leben zu retten, nur damit sie ihn dann hinrichten können. Ich werde Lady Cassandra informieren, dass ich damit rechne, dass er noch vor dem Morgen aufwachen wird. Meinen die mich? Oder haben die mehrere Patienten? Das ist ja irgendwie die Seuche am Start. So, und die haben alle einen Herzanfall anscheinend, oder wie, oder was? Oder singen gerade die Nationalhymne? Ich habe auch gerade gesehen, dass wir eine Schweizerin als Zuschauer haben. Habe ich gesehen. Es gibt Schweizer, die haben Humor, die verstehen das, was ich erzähle. Nicht wieder wie zuletzt, als ich da wieder angeschissen wurde, was ich denn gegen die Schweizer Bahnen habe. Habe ich in Omsi mal wieder einen bösen Witz gemacht. So, weitersuchen, weitersuchen. Was haben wir hier denn? Fren! Ach komm, über das kleine Ding, da müssen wir drüber kommen. Und das hier ist der moderne Gartenzaun hier in dem Gebiet. Da stehen wahrscheinlich dann auch irgendwelche Gartenzwerge. Der will mir auch nichts verkaufen, wetten? Der blöde Penner da, wetten? Oder ist das eine Sie? Keine Bestellungen im Moment. Und wenn euch das nicht passt, beschwert euch bei Cassandra. Du hast eine Kackstimme, wenn ich das mal so sagen darf, meine liebe Frau. Sollte ich vielleicht wirklich einfach zuerst zu Cassandra gehen? Wenn ich schon mal hier bin, ich meine, man muss ja ein bisschen was finden noch. So, was haben wir denn überhaupt? 124 Zuschauer, das ist ja ganz toll, ey. Alle, die noch neu dazugekommen sind, willkommen. Wir spielen hier unter anderem für den guten Zweck, für den Schwulen- und Lesbenverband in Deutschland. Wurde auch schon kritisiert, habe ich gelesen, dass wir da Spenden sammeln für diesen Verband. Muss jeder selber wissen, ob er spenden möchte oder nicht. Ab 50 Euro, der macht... Ah, guck mal. Der macht Spuren im Schnee. Sehr schön. Die meinen doch mich, oder? Ja, ich habe ja auch schon für andere Organisationen gespendet und das wird sich auch immer wieder ändern. Ich werde immer verschiedene Sachen machen, ist doch klar. Irgendjemand hat geschrieben gehabt eben, dass er... viele Schwulen und Lesben kennt und die sich irgendwie überhaupt nicht benachteiligt fühlen. Aber die machen auch noch viel mehr bei dem Verband. Könnt ihr mal auf die Seite gucken. Das ist schon wichtig da. So. Das Blöde ist einfach mein Orientierungssinn. Das ist halt das Problem bei solchen Spielen, weil ich weiß dann leider halt auch nicht, wo ich schon war, ne? So, in der Kirche. Was macht die eigentlich in der Kirche, die Cassandra?